kannst weitergehen. London steht jetzt unter dem Schutz von so. Ich hoffe, ihr hört das Kauen nicht die ganze Zeit. Meine Schuld. Das Gute ist, hier im Versteck werden wahrscheinlich keine Gegner sein. Ich beginne mit dem Briefing, sobald du bereit bist. Das heißt, ich kann hier gerade nicht sterben. Das ist auch mal schön. Die haben alle neue Missionen für mich. Folgendes wissen wir über Nigel Cass. Er arbeitet an etwas mit dem Namen Projekt Themis. Der Mangel an Informationen darüber ist beunruhigend genug. Wir wissen allerdings, dass Cass das menschliche Element aus dem Gesetzesvollzug entfernen will. Er arbeitet auch mit Tidus, was nie gut ist. Tidus macht Geschäfte mit Albion. Übles Zeug wie autonome Waffen, Algorithmen für menschliche Zielerfassung. Tidus ist also unsere beste Spur, um das Geheimprojekt aufzudecken. Ihre Sicherheitssysteme sind jedoch schwer zu knacken, weshalb Hamish eine interessante Lösung vorgeschlagen hat. Albion arbeitet an einer Mikrodrohne. Davon hat mir mein Kontakt erzählt. Sie ist zwar noch nicht in Produktion, aber wenn wir die Pläne kriegen, können wir unsere eigene bauen. Um die Tidus Security zu umgehen. Richtig, richtig. Sie sind mega klein. Sie sollen Albions andere Drohnen warten. Weil sie so klein sind, gelangen sie an für andere unerreichbare Orte. Gut, so sieht's aus. Wir müssen also das Drohnenfertigungslabor von Albion infiltrieren und uns die Pläne schnappen. Und dann habt ihr ein nettes Gadget für den Einbruch bei Tidus. Genial. Ich schicke euch den Ort. Seid vorsichtig. Albion teilt nicht gern sein Spielzeug. Wie geht's denn so? Ich hoffe, es ist okay, dass ich mich hier breit mache. Es gibt noch genug Verbrecher. Ich muss noch Fälle abschließen, bei denen du helfen kannst. Wird gemacht. Klasse. Ich habe Bagley einen Fall geschickt. Er kann dich briefen. Überraschung, Knalltüte. Zwischen der Arbeit mit 404 und dem Aufspüren von Sky Larsons neural kartierten Albträumen brauchte ich einen Tapetenwechsel. Außerdem könnte ich Hilfe gebrauchen. Ein schwarzes Taxi hat Fahrerflucht begangen. Ist schon etwas her, aber in den Nachrichten kam es nicht. Was tut das denn zur Sache? Überleg doch mal, alle schwarzen Taxis in London sind fahrerlos. Durch KI gesteuert. Okay, ich habe mir die Mission jetzt mal abgeholt, aber wir bleiben bei der Main Story. Clan Kelly hat eine Menge Krypto an ein unbekanntes Ziel in Kairo geschickt. Hat irgendwas mit Kronos X zu tun.
diese neue Droge aus dem Darkweb. Ich weiß noch, wie die Polizei das Zeug von unseren Straßen ferngehalten hat. Damals, als sie noch was gemacht hat. Ein äußerst süchtig machendes Psychopharmakon mit einer erschreckend hohen Sterblichkeitsrate, das Clan Kelly viel Geld einbringen wird. Und viele Leute töten wird. In ihrer Kommunikation tauchen immer wieder die Finsbury New Projects auf, falls du nachforschen willst. Okay, wir machen Schnellreise und fahren dann das Stück noch dahinter bis zur Mission. Und wer lacht jetzt, Arschloch? Meinst du? Leg dich bloß nicht mit mir an. Schildwichse. Da. Wir müssen ja mal ein bisschen vorwärts kommen hier. Du näherst dich dem Albion-Drohnenlabor, wo die Mikrodrohne entwickelt wird. Ich hoffe, das ist es auch wert. Sicherlich. Du musst das Sicherheitssystem ausschalten, das das F&E-Labor schützt. Ganzes Stream getrödelt. Diese Drohnen. Okay, das wird interessant. Man kann auf jeden Fall nicht reinfliegen, wegen der Geschütze, ja. Thank you.
cool. Interessiert ihn einfach nicht. Ich kann ihn jetzt hier vorne nicht ablenken und ausschalten, weil dann schießt mich das Ding hier tot. Ich hab was gehört. Arbeitsplatz liegt 8 Tage zurück. Bitte befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen. Das Ding ausschalten. Wenn ich hier hochkletter, schießt mich das doch tot, oder? Das war ein Stück Apfel. Augen offen halten. Gib auf! Weil die einfach direkt 2 fette Drohnen sind. Seinen Wohnsitz in eine Albion-Zelle verlagert. Sind die Mieten in London wirklich so heftig? Dann lass uns nicht den gleichen Fehler machen.
Mich hat's einfach... Das hat mich einfach da oben abgeladen. Wow. Jemandem eine unfreiwillige Auszeit verordnet. Also bist du jetzt dran. Also liegt es jetzt an mir. Na schön. Hat wieder dieses dumme Geschütz. Versammlungen von mehr als 5 Personen sind ein Verbrechen. Störung entdeckt. Beginne Untersuchung. Ich bin einfach zu blöd für das Spiel. Hat seinen Wohnsitz in eine Albion-Zelle verlagert. Sind die Mieten in London wirklich so heftig? Stimmt das? Dann bringen wir das besser in Ordnung. Wir müssen sie finden. Okay, ich Es ist doch echt ätzend, ey. Ich brauche Hilfe. Das Sicherheitssystem für das F&E-Labor ist aus. Irgendwo da drin sind die Pläne für die Mikrodrohne.
hier jemand! Wo genau soll ich jetzt hin? Wo soll ich jetzt hin? Zwei sitzen im Knast, Julia. Ich weiß nicht, wieso das so problematisch ist, aber irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Ich krieg das heute hier nicht hin. Ich habe die Pläne heruntergeladen. Du kannst jederzeit gehen. Das mache ich. Komm ich nicht raus, oder was? Da wir jetzt die Pläne haben, können wir unsere eigenen Mikrodrohnen herstellen. Beeil dich, lieber Bax. Wir müssen schnell bei Tidus rein und Projekt Themis beenden, bevor Nigel loslegt. Und nach dem, was er gesagt hat,
haben wir nicht viel Zeit. Mission abgeschlossen. Ich freue mich über jede Mission, die wir hier irgendwie abschließen können. Im Bauch der Bestie. Oh, das klingt ja verlockend. Gut. Hab übrigens in der Zwischenzeit auch noch einen Apfel gegessen. Ja. Und die eine Mission. Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ist auf deiner Karte markiert. Nee, jetzt nicht. Waren wir hier nicht schon mal? Wir haben unsere erste Mikrodrohne erfolgreich getestet und sie ist einfach total süß. Ich werde sie Sebastian nennen. Brechen wir bei Tidus ein. Und schnappen uns Nigel Cass neuestes Spielzeug. Projekt Themis. Bagley, weißt du vielleicht, wo der Name herkommt? Griechische Mythologie. Themis war die Göttin der Gerechtigkeit. Du weißt schon, die mit dem Schwert. Na, das passt ja zu Nigel Cass. Siehst du, Schule ist noch für was anderes gut, als soziales Fehlverhalten zu fördern. Finde die Pläne des Gebäudes und ich kriege den Standort von dem Projekt Themis heraus. Sebastian. Hä, ich bin genau auf dem Questmarker. Moment mal. Hä? Zeig mir doch... Da. Da muss ich hin. Verschlossen. Wo ist der Schlüssel? Hier unten läuft der Schlüssel. Okay, wir müssen kämpfen. Gebiet ist gesperrt. Schon kapiert. Du hast hier keine Zutrittsgenehmigung. Und pass nächstes Mal besser auf. Hä? Da ist einer rübergeklettert. Da sagen die nichts.